Wenn es ein Beat'em'up neben der Smash Bros. Reihe gibt, das mich als Kind so extrem gefesselt hat, dann ist es Street Fighter. Um genau zu sein, Street Fighter 2. Nicht ohne Grund hat es unzählige Neuauflagen bekommen und zählt bis heute zu einer der besten Competitive Fighting Games überhaupt. Doch neben den bekannten Bugs und Glitches gibt es einige Facts, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Und die wir uns jetzt etwas genauer ansehen werden. Als Arcade-Prügler der 80er Jahre sind einige Designs aus Street Fighter an Dinge der altasiatischen Kultur angelehnt. Akumas Charakterdesign basiert auf der Manga-Figur Nosferatu Zod aus dem Manga Berserk. Beide haben eine biestähnliche Gestalt und sind gewillt, ihren Gegner bis zum Tod zu bekämpfen. M. Bison ist ebenfalls aus einer Manga-Figur entstanden. Der Bösewicht Washizaki aus dem Manga Rikkyo hat nämlich ein ähnliches Aussehen und nennt sich oft Master Washizaki. So wie sich Bison oft Master Bison nennt. Der Charakter Fei Long hingegen ist, wie ihr euch sicherlich denken könnt, an Bruce Lee angelehnt. Und man kann beim Kämpfen sogar ähnliche Schreie wie die von Bruce Lee hören. Der Film Ralph Reichts ist ja unter anderem für seine vielen Videospielreferenzen bekannt. Und da dürfen Anspielungen an die wohl bedeutendste Beat'em'up-Reihe nicht fehlen. Neben sehr offensichtlichen Gastauftritten wie einem Street Fighter 2 Arcade-Automaten mit Ken und Ryu sowie einem Game, wo Ralph gegen Blanka kämpft, gibt es auch versteckte Cameos. Für einen ganz kurzen Moment kann man nämlich am unteren Bildschirmrand sehen, wie sich Chun-Li gerade mit Cammy unterhält. Im etwas älteren Anime Yu Yu Hakusho treten aber auch einige Street Fighter Charaktere auf. Zum einen kann man Ryu im Gespräch mit irgend so einem Typen sehen. Und zum anderen laufen Zangief und Dalsim kurz durch den Hintergrund. Außerdem ist in einer Szene der Rücken von unserem allseits geliebten Sumo-Ringer I. Honda zu sehen. Ryus langjähriger Rivale Ken heißt nur deshalb mit Nachnamen Masters, weil man damals eine Klage von Metal erwartet hatte. Die wegen ihrer blöden Ken-Puppe oder wie auch immer das Ding heißt, einen Missbrauch in ihrem Urheberrecht auf den Namen Ken gesehen hätten. Um das Video so skurril wie immer zu beenden, darf ich euch ein Bootleg namens Strip Fighter 2 vorstellen. In diesem Spiel gibt es nur die weiblichen Charaktere des Street Fighter Universums und je mehr Gegner man im Arcade Mode besiegt, desto mehr Kleidung verlieren die Charaktere. Akira Yasuda, einer der Designer der Street Fighter Charaktere, wurde in einem Interview auf dieses Game angesprochen und sagte folgendes dazu. Es ist doch für jeden Designer schön, wenn er seine erschaffenen Charaktere auch mal nackt sehen kann. Insbesondere Chun-Li und Vega. Wobei ich mich frage, warum Yasuda gerade an Vega interessiert ist. Ja, meine lieben Pouchies, das war's von dieser Folge Weird Facts und Trivia zur Street Fighter Serie. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Links gelangt ihr zur letzten Folge über die Resident Evil Reihe und rechts gibt es unnützes Wissen über Super Smash Bros. Wenn ihr Vorschläge für die nächsten Folgen habt, dann schreibt's mir einfach unten in die Kommentare. Ansonsten würde ich aber sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute! Wenn es ein Beat'em'up neben der Smash Bros. Reihe gibt, das mich als Kind so extrem gefesselt hat, dann ist es Street Fighter. Um genau zu sein, Street Fighter 2. Nicht ohne Grund hat es unzählige Neuauflagen bekommen und zählt bis heute zu einer der besten Competitive Fighting Games überhaupt. Doch neben den bekannten Bugs und Glitches gibt es einige Facts, die vielleicht noch nicht jeder kennt. Und die wir uns jetzt etwas genauer ansehen werden.
Als Arcade-Prügler der 80er Jahre sind einige Designs aus Street Fighter an Dinge der altasiatischen Kultur angelehnt. Akumas Charakterdesign basiert auf der Manga-Figur Nosferatu Zod aus dem Manga Berserk. Beide haben eine biestähnliche Gestalt und sind gewillt, ihren Gegner bis zum Tod zu bekämpfen. M. Bison ist ebenfalls aus einer Manga-Figur entstanden. Der Bösewicht Washizaki aus dem Manga Rikkyo hat nämlich ein ähnliches Aussehen und nennt sich oft Master Washizaki. So wie sich Bison oft Master Bison nennt. Der Charakter Fei Long hingegen ist, wie ihr euch sicherlich denken könnt, an Bruce Lee angelehnt. Und man kann beim Kämpfen sogar ähnliche Schreie wie die von Bruce Lee hören. Der Film Ralph Reichts ist ja unter anderem für seine vielen Videospielreferenzen bekannt. Und da dürfen Anspielungen an die wohl bedeutendste Beat'em-up-Reihe nicht fehlen. Neben sehr offensichtlichen Gastauftritten wie einem Street Fighter 2 Arcade-Automaten mit Ken und Ryu sowie einem Game, wo Ralph gegen Blanka kämpft, gibt es auch versteckte Cameos. Für einen ganz kurzen Moment kann man nämlich am unteren Bildschirmrand sehen, wie sich Chun-Li gerade mit Cammy unterhält. Im etwas älteren Anime Yu Yu Hakusho treten aber auch einige Street Fighter Charaktere auf. Zum einen kann man Ryu im Gespräch mit irgend so einem Typen sehen. Und zum anderen laufen Zangief und Dalsim kurz durch den Hintergrund. Außerdem ist in einer Szene der Rücken von unserem allseits geliebten Sumo-Ringer I. Honda zu sehen. Ryus langjähriger Rivale Ken heißt nur deshalb mit Nachnamen Masters, weil man damals eine Klage von Metal erwartet hatte. Die wegen ihrer blöden Ken-Puppe oder wie auch immer das Ding heißt, einen Missbrauch in ihrem Urheberrecht auf den Namen Ken gesehen hätten. Um das Video so skurril wie immer zu beenden, darf ich euch ein Bootleg namens Street Fighter 2 vorstellen.